So, Pfingstturnier SV Hammerschmiede, wir haben wieder mal gastgebende Mannschaft hier vor der Kamera zu den Interviews. Trainer Axel Rozanski von der D1-Jugend. Axel, der zweite Tag hier bei der SV Hammerschmiede, ihr als gastgebende Mannschaft, als gastgebender Verein, wie zufrieden seid ihr? Wir sind sehr zufrieden, ja. Also Wetter passt, Stimmung ist gut, ja. Gestern zwei super Turniere gehabt, heute ist gut losgegangen, also ich denke, alle Gäste sind rundum zufrieden, wir sind auch zufrieden. Super Sache. Ihr habt ja heute auch schon eure Gruppenspiele gehabt. Wie sind sie verlaufen? Zufrieden? Also mit dem ersten Spiel waren wir gar nicht zufrieden. Ich glaube weder die Trainer noch die Jungs. Ja? Weil da haben wir einfach Angst gehabt und haben 2-0 verloren gegen Dasing. Und jetzt das zweite Spiel haben wir gegen Höchstädt 0-0 gespielt. Da waren wir wesentlich engagierter. Und jetzt spielen wir das nächste gegen Ulm. Jetzt haben wir eins verloren, eins unentschieden und das nächste wollen wir gewinnen, oder Jungs? Ja. Gut. Wir haben nicht nur den Trainer hier vor der Kamera. Das Besondere hier beim Pfingstturnier ist auch, dass die jungen Spieler hier interviewt werden. Clemens, der Kapitän, zufrieden mit dem Verlauf eurer Spiele bisher? Ja, bis jetzt schon. Bis jetzt schon? Ja. Ihr spielt ja noch gegen den SSV Ulm. Wie stehen da die Chancen? Ja, kommt drauf an, wie wir stehen. Gut, eure Zielsetzung innerhalb der Mannschaft, so weit wie möglich kommen, Halbfinale, Finale? So weit wie möglich kommen. Gut. Wie gefällt es euch bisher hier beim Turnier? Ihr seid ja gastgebender Verein, ihr tretet hier ja auch als Vorbild auf. Macht Spaß? Ja, es macht schon Spaß. Gut, wen haben wir hier dann? Wie ist dein Name? Fabian. Fabian, ihr seid ja gastgebender Verein, ihr seid hier Vorbilder für eure Gästemannschaften. Wie gefällt euch das Turnier? Der Kuchen schmeckt gut. Kuchen schmeckt gut. Gut. Gut? Ja. Zielsetzung, Halbfinale, Finale? Na, schon Finale. Finale, ja. Und dann Turniersieg. Klar. Gut. Ja. Jungs, wir wünschen euch von Schwabensacker noch viel Spaß beim Turnier, viel Erfolg und seid tolle Vorbilder als gastgebender Verein. Danke euch.